Die Vision von Turing insgesamt zum Thema emotionale KI ist einfach, dass Maschinen intelligenter entscheiden können, indem sie tatsächlich wissen, was ich wirklich will und nicht nur, was ich einfach sage, sondern auch, wie ich es sage. Und da wollen wir einfach dazu beitragen, dass ein wesentlicher Mehrwert geschaffen wird, damit die Interaktion zwischen Mensch und Maschine einfach deutlich besser, deutlich natürlicher und deutlich angenehmer auch abläuft. Und nicht nur das, sondern dass die Maschine auch tatsächlich erkennen kann, was manchmal einem anderen Menschen aus anderen emotionalen Gründen komplett verborgen bleibt, wenn es ihm zum Beispiel besonders schlecht geht oder wenn er ein bestimmtes Bedürfnis hat und dass man da eben schon sehr frühzeitig reagieren kann. Und unsere Vision als Audiring speziell ist, dass wir zwar nicht als B2C-Hersteller ein Produkt auf den Markt bringen für die Konsumenten, sondern als B2B-Software-Provider tatsächlich eben anderen Unternehmen unsere Software so zur Verfügung stellen, dass die einfach ihre Produkte intelligenter machen. Aber der Endkonsument, wenn er unsere drei kleinen Wellen sieht, erkennt, ah, das ist empowered by Audiring, das ist diese coole Technologie, die tatsächlich made in Bavaria Qualität liefert. Also Audiring hat 5 Kernbereiche oder 5 Kernmärkte, in denen wir tätig sind, wobei sich die auch immer ein bisschen ergänzen und überschneiden, muss man ganz ehrlich sagen. Ein Bereich ist Automotive, wo wir zum Beispiel im Bereich Fahrerzustandserkennung, aber auch Fahrgastzustandserkennung tätig sind oder eben auch im Bereich Kundenzufriedenheit oder multimodales Sensing, also Cabin Comfort. Der zweite ganz große Bereich ist Personal Assistance. Ganz klar, wenn ich von empathischen Maschinen rede, möchte ich ja, dass dieser Personal Assistant mich idealerweise gut erkennt. Was aber auch wieder zum Beispiel in den ganz großen Bereich Health Wellness, wo wir auch tätig sind, überschwappt. Da sind wir vor allem im Bereich von frühdiagnostischen Themen tätig, wie zum Beispiel Frühdiagnose von Alzheimer oder Parkinson, aber eben auch Prävention und Diagnose von Burnout, Depression. Da arbeiten wir auch eben mit sehr vielen Universitäten und klinischen Studien zusammen, damit wir eben da die entsprechenden Daten auswerten können. Und last but not least haben wir auch die beiden großen Bereiche Media und Entertainment oder eben auch Services, wo wir in der Marktforschung oder auch im Callcenter-Bereich zum Einsatz kommen. Ganz konkret kommt das deshalb in unterschiedlichen Varianten zum Einsatz, weil einfach die Anwendungsgebiete unterschiedlich breit sind und etwas benötigen. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich, eben auch aus Datenschutzgründen, die Implementierung der Software on-device. Das heißt, die ganze Rechenleistung des Modells bzw. die Implementierung und dann auch für den persönlichen individualisierten Einsatz findet auf dem Gerät selber statt. Das löst auch das ganze Problem, dass ich meine persönlichen Daten, zum Beispiel wenn man an die Gesundheit oder Ähnliches denkt, wo man ja nicht will, dass jeder alles weiß oder nicht sich vielleicht gut fühlt, wenn das in die Cloud geht, die ich nicht kontrollieren kann, dass man das sozusagen auf dem Gerät selbst berechnet, auf dem Gerät das Modell laufen lässt und zum Beispiel nur noch Features, wenn sie zusätzlich klassifiziert werden sollen, dann in die Cloud schicken kann. Wir bieten die Serviceleistung aber auch in der Cloud an. Das heißt eben, dass man uns Daten schicken kann, die entweder in Echtzeit oder post-hoc dann in der Cloud analysiert werden und dann dementsprechend die Ergebnisse zurückgeliefert werden an die entsprechenden Devices oder an die entsprechenden Stellen, die dann mit der Auswertung beschäftigt sind.